Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kolleginnen, Kollegen, liebe Gäste und herzlich willkommen bei der Pressekonferenz von Škoda Auto im Rahmen der diesjährigen Automobilmesse hier in Genf. Aber jetzt bitte ich schon auf die Bühne den Vorstandsvorsitzenden von Škoda Auto, meine Damen und Herren, Reinhard Jung. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie natürlich auch sehr, sehr herzlich zur heutigen Pressekonferenz von Škoda Auto. Wir freuen uns natürlich ganz besonders über die Anwesenheit des Aufsichtsratsvorsitzenden des Konzerns, Herrn Dr. Ferdinand Porsche, mit seiner Ehefrau. Herzlich willkommen. Und natürlich über unseren Konzernvorstandsvorsitzenden Dr. Martin Winterkorn, aber ebenso über die Anwesenheit von Dr. Wolfgang Porsche und ganz besonders auch über die Anwesenheit des CEOs von Suzuki, Herrn Osamu Suzuki, mit seinem Sohn. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, 2009 war ein besonderes Jahr. Ein besonderes Jahr für Škoda und im Besonderen für unsere Kompaktklasse, nämlich unseren Fabia und unseren Roomster. Diese Fahrzeuge mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis waren besonders gefragt. Und wir konnten von den beiden Produkten im letzten Jahr 311.000 Fahrzeuge an unsere Kunden ausliefern. Besonders in den Wachstumsmärkten gewinnt der Fabia immer stärker an Bedeutung. Im Jahre 2009 haben wir dieses Modell in den Standorten in Russland, in China und in Indien zum Anlauf gebracht. Darum haben wir uns darauf konzentriert, gerade diese Produktlinien, nämlich den Fabia und den Roomster, erheblich zu verbessern und vor allen Dingen mit weiteren Modellvarianten zu ergänzen. Und um Ihnen das zu zeigen und diese Produkte im Detail zu erläutern, bitte ich jetzt meinen Vorstandskollegen von der Entwicklung Škoda, Dr. Eckhard Scholz, auf die Bühne. Bitte schön. Lieber Dr. Scholz, jetzt lass uns